Hallo, meine Lieben, jetzt gibt es ein neues Video für euch. Und zwar sind gerade zwei Pakete angekommen: einmal dieses hier und einmal dieses hier. Ich habe nämlich wieder Babykleidung bestellt und ja, ich arte manchmal ein bisschen aus, aber heute gibt es einfach mal diese zwei Pakete. Die wollen wir jetzt auspacken und ich hoffe, euch gefällt's. Viel Spaß! Also, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem etwas kleineren an. Ich habe gerade auf den Namen geguckt und ich weiß eigentlich schon, was drin ist, weil ich halt weiß, was ich bestellt habe. Aber ich würde sagen, wir packen es trotzdem einfach mal aus, damit für euch die Spannung noch relativ hoch bleibt. Ist ein sehr komischer Karton, man macht den hier irgendwie an der Seite ab. So. Und dann lächelt uns das hier an. Tada! So, ich würde sagen, wir packen das einfach mal so aus, damit ihr es am besten seht. Und zwar sehe ich hier schon etwas. Ein Teil. Zwei Teile ineinander. Nochmal zwei Teile ineinander. Drei Teile ineinander. Ich zeige das gleich alles nochmal ganz genau. Ich will es erstmal einmal auspacken. Nochmal drei Teile. Nochmal ein Teil. Und nochmal zwei kleine Teile. Riecht übrigens sehr gut. Ja, das Waschpulver ist in Ordnung. So, ich würde sagen, wir fangen an. Das erste, was wir zuletzt rausgeholt haben, sind diese kleinen süßen Schüchchen von H&M. Die kennen wir schon alle. Die sind wirklich sehr mini und ich glaube, sie passen nicht. Also, sie sind wirklich sehr, sehr klein und ich glaube, sie passen nicht, aber wir probieren es einfach trotzdem aus. Wie gesagt, die kennt, glaube ich, jeder, ist halt in 50. Genau, unsere ersten Schüchchen. Dann haben wir ein. Da wusste ich nicht, welche Größe es ist. Ich habe es trotzdem bestellt. 68 ist natürlich viel zu groß. Ein Schlafanzug von Disney mit Winnie Pooh drauf. Ich sage, machen wir hier weiter. Haben wir nämlich ein Dreier-Set Bodies. Einmal gehört da dieser hier zu. Der ist in so einem Grau-Beige irgendwie. Da ist so ein Aufdruck drauf. Dream Big Little One. Dann einmal dieser hier. Oh Gott. In weiß und da steht überall Awesome drauf. Und dann haben wir noch einen, der da ebenfalls zugehört. Einmal einfach so schwarz-weiß gestreift. Finde ich voll süß. Ich liebe schwarz-weiß gestreifte Sachen. Dann haben wir noch ein Set. Ich glaube, das ist ja genau ebenfalls von Primark in Größe Newborn. Das sind aber nur zwei Stück. Einmal dieser hier. Der ist in so einem dunklen Braun. Und hier ein Aufdruck. Einfach so ein dunkelbrauner Body. Dann. Das nochmal in so eher so braun, hellbraun mit diesem Aufdruck. Auch voll süß. Dann haben wir noch ein Zweier-Set Bodies. Auch von Primark in Größe Newborn. Einmal in grau-weiß gestreift. So. Und einmal in weiß mit so ganz, ganz vielen kleinen Zebras drauf. Voll süß, oder? Voll schnuckelig. Dann haben wir einen super süßen Strampler. Der ist, denke ich mal, auch leider zu groß. Der ist von C&A mit so einem kleinen Teddy und einem Auto drauf. Und genau, der ist nämlich in 62 leider. Und ist einfach ein bisschen zu lang, würde ich sagen. Dann haben wir drei H&M Bodies. Einmal mein neuer Lieblingsbody. Und zwar dieser hier. Der ist in 56. Also alle sind, glaube ich, in 56. Der ist dunkelblau und braun gestreift. Wunderschön. Ich bin wirklich so verliebt. Der ist wirklich wundervoll. Ich glaube, der ist sogar in 50. Ja, der ist sogar in 50. Also ganz mini, aber voll süß. Dann haben wir einen Wickelbody in Grau in 56. Einfach so ein grauer Wickelbody von H&M. Kennen bestimmt ganz viele. Und dann haben wir den hier nochmal. Den haben wir nämlich schon einmal. Der ist in 56 in grün-weiß gestreift. Auch richtig, richtig hübsch. Meine Lieben, das war auch schon das erste Paket. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten. Das ist ein bisschen größer. Bei der weiß ich auch nicht ganz genau, was drin ist. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und machen jetzt einfach mal auf. Genau, das ist auch schon wieder so ein richtig komisches Paket, was man richtig. Hier muss man es irgendwie aufmachen. Ach, hier ist auch noch. Hier ist auch irgendwie noch zugeklebt.
viermal irgendwie. Heute ist Tag der komischen Pakete. Ach, hier ist das noch so. Ach so. Ah, oh, ich weiß, was drin ist. Das ist wirklich sehr komisch verpackt. So, puh. Wir haben es geschafft. Und es lächelt uns das hier an. Woohoo. Seht ihr das da? Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, packen wir das erste auf. Das erste ist eine süße H&M-Hose mit einer kleinen süßen Katze hier unten. Und der Schwanz geht hier hinten so weiter. Voll süß oder voll sweet. Genau, eine rosa H&M-Hose. Die ist in Größe 56. Genau. Einfach eine rosa, kleine, süße Hose für die Melma. Dann haben wir eine zweite süße H&M-Hose. Die ist richtig, richtig süß. Die hat so ganz, ganz viele kleine Hasen drauf. Seht ihr das? Voll süß. Hier so ein kleines Labelschild. Unten hat sie ein Bündchen. Das finde ich voll toll. Und ja, wie gesagt, ebenfalls von H&M in Größe 56. Finde ich voll süß. Dann haben wir noch eine Hose von H&M, glaube ich. Oder? Nee. Von Baby Gap in Größe Newborn. Einfach so eine grau-weiß gestreifte Hose. Dann haben wir ein super süßes T-Shirt von Tom Taylor. Dann geht es weiter mit einem Mädchenset. Das ist von C&A in Größe 56 und beinhaltet, voll süß zusammengepackt, einmal ein, so eine Art Kleid, ja, so ein Kleid mit so einer süßen Schleife dran. Wie gesagt, in 56, das ist weiß-schwarz gestreift, voll süß. So sieht das aus, also wirklich so ein richtiges schönes Kleid. Und dazu gehört eine kleine Leggings in rosa, passend zur Schleife. Dann ist das nächste ein super süßes H&M-Set. Ich wollte sowas schon immer haben und jetzt habe ich es endlich. Das ist in Größe 56 und ist mit Mickey-Mäusen. Genau, das ist beige und dann sind Mickey-Mäuse drauf. Genau, ein Langarm-Body. Die passende Hose sogar farblich komplett gleich. Passende Hose mit einfarbigen Bündchen finde ich sehr schön. Genau, passend dazu. Und natürlich eine super süße Mütze mit Mickey-Maus-Öhrchen. Dann haben wir noch ein H&M-Set und zwar das berühmte Superman-Outfit. Und zwar gehört einmal dieser blaue Body zu mit dem Superman natürlich. Das ist ebenfalls in 56. Blauer Body. Hose natürlich mit ganz viel Superman drauf. Total süß. Und ein Halstuch, ebenfalls mit Superman. Dann haben wir einen Jogginganzug und zwar ist der in dieser Farbe hier. Also rosa meliert ist das. Seht ihr das? Der ist rosa meliert. Richtig, richtig schön finde ich das, weil ich mag nicht so krasse rosane Sachen, sondern so, ja, so melierte Sachen sind total schön. Genau, der ist von H&M in Größe 56. Haben eine richtig schöne Hose mit schönen Bündchen. Auch richtig, richtig schön weich. Und dann diese ultra süße Jacke. Und ich habe gerade gesehen, der Reißverschluss ist einfach in Gold. Das ist unglaublich süß. Also Rose Gold. Richtig, richtig schön. Wow, das macht das Ganze richtig edel. Und genau, eine Mütze. Und die Mütze hat hier sogar so kleine Rüschen dran. Voll süß. Dann hat die sogar so kleine Taschen in Form von Herzen. Richtig, richtig sweet, oder? Ich finde das richtig, richtig süß. Und das letzte und größte und, glaube ich, tollste ist ein neuer Schneeanzug für die Melmaus. Und zwar ist der von Anne's Family in Größe 62. Genau, ich habe den extra ein bisschen größer genommen, weil er schon echt klein aussieht. Und ja, ich fand, der passt einfach. Der ist in rosa auch wieder so ein bisschen meliert, also ein bisschen weiß mit drin, nicht so konkret rosa. Und der hat überall dieses super süße Fell. Oh mein Gott. Und sogar die Öhrchen mit diesem super süßen Fell. Ich finde das voll süß. Genau, und der ist halt drin komplett in Fell. Das fand ich halt so unglaublich toll. Und das ist so weich.
Oh mein Gott. Voll toll. Und auch der hat hier an den Taschen so kleine Herzen. Beziehungsweise sind es einfach nur so Aufnäher. Und der ist so weich. Oh, ist voll traumhaft. Ja, meine Lieben, das war's auch. Das waren unsere Pakete, die zwei. Ich erwarte die nächsten Tage noch mehr. Und wenn ihr wieder Lust habt auf ein Box-Opening, dann könnt ihr gerne das in die Kommentare schreiben oder einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal.